Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Denn Deutschland. Das ist eben auch sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihr Kreuz bei der SPD gemacht haben, weil sie wollen, dass es einen Wechsel in der Regierung gibt und auch, weil sie wollen, dass der nächste Kanzler dieses Landes Olaf Scholz heißt. Ich hoffe nicht.